Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Mr. 1996 Steffen. In meinem gestrigen oder vorgestrigen Video, je nachdem, wann ich das Video schließlich auf meinem Kanal hochlade, ging es ja um die Leistung meiner Zyrtec GeForce GTX 1080. Da habe ich die mit 3D Mark sowie Anno 2070 und mit Cities Skylines überprüft. Wie die Leistung aussieht. Ja, die Leistung in Cities Skylines auf meinem Primär-PC ist jetzt nicht so berauschend. Da scheint der Prozessor zu limitieren. Und ich habe ja so den Infinity Fabric in Verdacht, beziehungsweise den niedrigen RAM-Takt. Und diesbezüglich möchte AMD noch Ende dieses Monats, so habe ich das jedenfalls verstanden, ein kommendes AGESA-Update rausbringen. Um eben unter anderem die RAM-Kompatibilität zu verbessern. Und ja, das war ein Artikel von der PC Games Hardware auf deren Webseite. Und da hieß es, dass ja, noch größere Probleme mit Hynix-Speicherchips vorherrschen sollen. Und da wüsste man angeblich jetzt, woran das liegen dürfte. Ich weiß jetzt nicht, welche Speicherchips hier mein RAM-Kit verwenden. Also hier der Corsair Vengeance LPX mit folgender Modellbezeichnung hier. Ja, der hat ja einen Kühlkörper, da kann ich leider schlecht auf die Speicherchips schauen. Aber vielleicht sind das ja sogar Hynix-Chips, was meint ihr dazu? Und da bin ich mal echt gespannt, ob der RAM dann mit dem neuen AGESA-Update sich nun auf über 2400 MHz einstellen lässt. In meinem letzten Video zur Zyrtec GeForce GTX 1080 habe ich zum Schluss ja auch noch einen nicht so netten Kommentar vorgestellt. Und da möchte ich mich nochmal herzlich für die netten Kommentare eurerseits bedanken. Ich werde natürlich dann entsprechend weitermachen, ist ja klar. Ich werde mich davon nicht irgendwie herunterziehen lassen oder so. Ah, das war aber so geil, dass er dann am Ende schrieb, ich soll mich selber löschen. Ja, und dann selber keine Videos machen, ne? Das sind die Schlimmsten. Das sind immer die Schlimmsten, die selber keine Videos machen, aber eine große Klappe haben, ne? Und nicht wissen, was da eigentlich für Arbeit hintersteckt, Videos zu machen, ne? Es geht in diesem Video mal wieder um den Packard Bell Easynote LS11 HR Laptop. Und zwar habe ich jetzt wieder Windows 10 Home 64-Bit auf der IntensiTop 3 SSD installiert. Ja, sozusagen die Ausgangssituation wieder. Und es ist natürlich wieder der Fall, dass das System extrem lange für den Bootvorgang braucht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob hier noch eine CD drin ist. Sieht nicht so aus. Na doch, da ist eine CD drin. Beziehungsweise DVD von der PC Games Hardware. Ich hole die hier mal raus. Brauche ich jetzt nicht. Naja, da habe ich auch noch ein paar Tipps bekommen, woran das liegen könnte oder was ich ausprobieren könnte, damit der Laptop dann nicht mehr so lange braucht für den Bootvorgang und auch stabiler dann ist. Ich habe unter anderem gehört, dass man die AMD-Treiber-Software 1572 installieren sollte. Oder 1507, so als Treiber für die Grafikkarte. Das Catalyst Control Center. Ich hoffe doch mal, dass ich mir das auf den 8 GB Stick gezogen habe. Muss ich gleich mal gucken. Ja, ich habe nicht bedacht, dass die MAC-Adresse der WLAN-Karte von diesem Laptop bei mir im Router noch gespeichert ist, beziehungsweise hinterlegt ist. Dementsprechend hat sich der Laptop dann auch in das WLAN angemeldet und hat dann eben die ganzen Updates gezogen. Ja, jetzt erst ist er hochgefahren. Ja, und dementsprechend hat er jetzt auch das neueste Catalyst Control Center mit drauf. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Version das ist.
Ich glaube, hier ist, muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, 15.11 müsste hier drauf sein als Windows 10 Version, was ich installiert habe. Na komm. Ach so, Programme, die installieren, da wollte ich mal gucken. Oh, ein Touchpad hat er ja auch. Also ein Touchpad-Treiber hat er hier wohl auch installiert. Ja, ich schließe da mal die Capture-Karte an, sofern der HDMI-Ausgang hier genutzt werden kann. Und dann filme ich das Ganze dann über die Capture-Karte ab. So, dann gilt es jetzt herauszufinden, was man hier jetzt machen kann. Ich starte jetzt nochmal kurz CPU-Z. Ich habe hier noch ein paar Benchmark- und Analyse-Tools installiert. Das ist halt hier der verbaute Prozessor mit 4 Kernen und 8 Threads. Der hat an für sich auch schon mordsmäßige Leistung, muss man sagen. Also das ist kein schlechter Prozessor. Die aktuellste BIOS-Version ist installiert. Es sind 6 GB DDR3-RAM installiert. Im Dual-Channel werden die angesprochen mit dem Standardtakt von 1333 MHz effektiv. Ja, die Aufteilung mit 6 GB ist jetzt meiner Meinung nach nicht so ganz optimal, da einmal 4 und einmal 2 GB hier als Modul vorhanden sind. Man hätte besser zwei gleich große Module verwenden können, damit das mit dem Dual Channel dann auch optimal funktioniert. Von Kingston sind hier 2 Module drin. Man sieht, dass der Laptop hier schon 3 RAM-Slots hier vorsieht. Tatsächlich sind aber nur 2 RAM-Bänke verlötet auf dem Mainboard. Der Laptop hier, wie man schon sieht, hat hier 2 Grafikchips: einmal die HD 3000 und die HD 7670M. Was man jetzt mit dem Perf-Level hier noch machen kann, keine Ahnung. Achso, vielleicht kann man damit die Grafikkarte auswählen. Keine Ahnung. Current. Das müsst ihr mir dann sagen, was man hier mit dem Perf-Level auswählen kann. Ja, es ist halt hier, wie gesagt, wenn es 10 Home 64-Bit installiert, DirectX 12 als Grafikschnittstelle. Nun gut. So, dann öffne ich hier mal den Explorer. So. Ja, das ist ein 8 GB großer USB 3.0 Stick an USB 2.0 angeschlossen. Genau, habe ich mir das AMD Catalyst Control Center 15.7.1 für Windows 10 64-Bit hier auf den Stick gezogen. Zuerst einmal muss ich aber das aktuelle Catalyst Control Center, das hier auf dem Laptop installiert ist, erst einmal deinstallieren. So, und das kann ich hier üblicherweise in der Systemsteuerung erledigen. Da ist das Catalyst Control Center. Das muss jetzt erst einmal hier deinstalliert werden. Das ist wahrscheinlich mit einem Neustart verbunden. Na, wird's bald. Ich will das Programm nun deinstallieren. Laptops eben. Das war's schon. Okay. Normalerweise fragt er dann auch ab, ob man das tatsächlich deinstallieren möchte. Komisch. Er macht natürlich jetzt noch Updates. Ich habe vorhin den Catalyst Control Treiber 15.7 hoffentlich installiert. Und mal gucken. Ja, jetzt ist er ja wieder hochgefahren. Ja, jetzt ist die Frage, was hat er hier als Treiber für die AMD-Grafikeinheit installiert? Okay, irgendwas als Install Manager ist hier mit drauf. Kann aber auch sein, dass er gerade den Treiber für die AMD-Grafikeinheit nicht installiert hat.
Wie man sieht, Windows ist auch aktiviert. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Ja, da hat er nämlich hier nur den Basic Display Adapter. Also momentan hat er den Treiber nicht installiert. Ja, dann versuche ich das jetzt nochmal. Diesen Treiber hier möchte ich installieren. So. Also was ist das denn da noch? Moment. Welche Version ist das denn jetzt noch hier? Mal gucken. Ja, der Bildschirm ist gerade ausgefallen sozusagen. Ich vermute mal, dass er jetzt diesen AMD-Treiber über Windows Update installiert und die Aufnahme läuft immer noch. Ach, herrje. Ich muss aber jetzt weg. Bis gleich. Ja, jetzt scheint der Grafiktreiber installiert zu sein. In der Aufnahme konnte man auch sehen, dass der Bildschirm ab und zu ausging. Ja, weil der Grafikchip dann eingerichtet wurde. Ich würde mal sagen, ich mache mal wieder einen Neustart. Was ist denn jetzt schon wieder los? Auch nicht schlecht. Okay. Jetzt kann ich das Startmenü nicht öffnen. Gucke ich erstmal hier ins Catalyst Control Center, was er mir jetzt hier installiert hat. Das war mir schon irgendwie klar, dass das nicht geht. Ah ja, jetzt. Okay, ich mache mal den Neustart. Neustarten. So, ich breche das Ganze jetzt hier ab. Da steht zwar, dass man den Computer nicht ausschalten soll, aber der hängt jetzt seit einer halben Ewigkeit in der Update-Routine fest. Und da wird auch mit Sicherheit in nächster Zeit auch nichts mehr passieren. Also schalte ich den jetzt einfach ab. So, auch wenn man das jetzt so nicht machen sollte. Die Aufnahme, läuft immer noch weiter. Und dann fahre ich den jetzt wieder hoch. So. So ein Mist aber auch. Oh Manometer. Also der Laptop ist wirklich Mist momentan. Naja, es liegt ja nicht direkt am Laptop, sondern die Problematik ist der AMD-Grafikchip, der sich mit Windows 10 nicht vertragen möchte. Wenn ich den AMD-Grafikchip im BIOS abschalte, indem ich nur die integrierte Prozessoreinheit verwende, dann macht der Laptop echt einen guten Eindruck. Aber sobald die AMD-Grafikkarte dazu geschaltet wird, ja, dann ist er wieder so lahmarschig. Und leider kann man nicht die AMD-Grafikkarte alleinstehend auswählen. Man muss sie in Kombination mit der internen Prozessor-Grafikeinheit verwenden. So, jetzt gehe ich aufs Ganze. Ich breche das alles hier mal ab. So. Das ist aber auch ein hartnäckiger Laptop. So. Akku raus. Ja, ich weiß, soll man nicht machen, aber in dem Fall ist das doch mal angebracht. So. Zack. Laptop abgewürgt. Da kann ich wahrscheinlich wieder Windows 10 nochmal installieren, die ganze Scheiße. Ach ja. So ein hartnäckiger Laptop, das ist schon unheimlich. Vielleicht sollte man bei solchen Laptops doch lieber bei Windows 7 bleiben. Wenn das denn noch funktioniert, wenn man da nicht bereits schon den aktuellsten AMD-Grafiktreiber drauf hat und dann wieder der gleiche Mist
Ja, passiert, ne? So, Akku wieder rein, mal gucken. So. Dann klappe ich den mal auf. Mal gucken. Mal sehen, was er jetzt macht. Mal sehen, ob er Windows 10 starten kann. Ja, doch. Hier hatte ich jetzt nicht gedacht, dass der Laptop wieder normal booten kann, ohne Probleme. Ich schaue jetzt mal, welchen Grafiktreiber er hier für die AMD-Grafikeinheit installiert hat. So, Eigenschaften, dann der Gerätemanager. Grafikkarten. AMD Radeon HD 7670M. Eigenschaften. Treiber. Treiberdetails mal auswählen. Mal gucken. Ja. Also ich habe jetzt hier einen Treiber installiert. Ah, GPU-Z. Da müsste das ja drinstehen, welche Treiberversion. Und der Laptop konnte gerade extrem flott booten, muss ich ja zugeben. Okay. Da hagelt er schon wieder an Fehlermeldungen. Ah, okay. Auch gut. Erst Fehlermeldungen, bis geht nicht mehr und jetzt wieder ohne Probleme. 9100 WHQL, okay. Ja, du mit deinen Fehlern. Was ist hier eigentlich nur los? Ein Zuschauer von mir hat mir noch einen Tipp gegeben. Und zwar soll ich in der Registry einen Eintrag ändern. Und zwar enable ULPS. Danach soll ich suchen und dann den Wert von 1 auf 0 ändern. So. Windows-Taste R. Regedit. So. Und mit F3 war das. So, suchen nach enable ULPS. Der Zuschauer schreibt, dass bei ihm mit seinem Sony Vaio super geklappt hätte. Und der Laptop würde dann nach dieser Umstellung bei Enable ULPS nur noch innerhalb von 3 Sekunden booten. Und er meint, er hätte genau das gleiche Problem wie ich gehabt. Da, enable ULPS. Da soll ich jetzt eine 0 eintragen. So. Gut, und jetzt mache ich mal den Neustart. So. Ich weiß jetzt nicht, ob überhaupt gerade ein funktionierender Grafiktreiber für die AMD-Grafikeinheit installiert ist. Aber mal gucken. Ich mache jetzt den Neustart. Ja, das war gerade Echtzeit. Der Laptop hat unheimlich schnell gebootet. Also so ganz rund scheint es noch nicht zu laufen. Wie gesagt, GPU-Z hat jetzt den Fehler. Aber der Laptop bootet schon mal extrem flott wieder.
Gut, 3D Mark ist installiert in der aktuellsten Version. Und jetzt ist die Frage, welcher Grafikchip denn für die 3D-Berechnung zum Einsatz kommt. Das möchte ich jetzt mal mit 3D Mark erklären, ja, herausfinden. So, mal gucken. Ja, überall ist so ein Dreieck, weil das irgendwie nicht geht, obwohl das eigentlich eine. Ja, angeblich unterstützt die Grafikeinheit den entsprechenden Benchmark nicht, aber es ist eine DirectX 11 Grafikeinheit. Naja, aber ich mache jetzt mal den Ice-Storm Extreme Benchmark. So, mal gucken, wie es dann aussieht. Ich muss dann gleich auch nochmal die Grafikeinheit umschalten, am besten im BIOS, dass dann tatsächlich nur die integrierte Prozessor-Grafikeinheit verwendet wird. Und dann mache ich nochmal den iStorm Extreme Benchmark und dann vergleiche ich mal die Bildraten. So, das Ergebnis ist da. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Jetzt hat er hier auch beide Grafikeinheiten aufgelistet. Intel HD Graphics 3000, die prozessorinterne IGP und die externe, in Anführungsstrichen, AMD Radeon HD 7670M Grafikeinheit. Ich mache da jetzt mal einen Screenshot hiervon. So. Also wir merken uns so um die 17.500 Grafikpunkte. Ich kann hier übrigens gerade das BIOS mit der Capture-Karte aufnehmen, also tue ich das auch mal. Ja, das hier ist also das BIOS des Packard Bell Easynote LS11HR Laptops. Und wenn man auf den Reiter Main geht, dann kann man hier bei Graphic Mode zwischen der integrierten Intel HD 3000 oder der integrierten Intel HD 3000 plus der AMD Radeon HD 7670M auswählen. Die AMD Radeon HD 7670M kann man leider nicht alleinstehend auswählen. Ja, das ist es eigentlich hier auch schon soweit an Funktionen. Hier kann man noch Security einstellen und die Bootreihenfolge. Das war's dann aber auch schon. Hier kann man nochmal den SATA-Modus von IDE auf AHCI stellen. Bei einer SSD sollte auf jeden Fall der AHCI-Modus ausgewählt sein. Also das entfällt dann eigentlich auch. Ja, und hier kann man dann auch nochmal zwischen den Funktionstasten oder den Sondertasten wechseln. Was denn jetzt als Hauptfunktion verwendet werden soll. Die anderen Tasten erreicht man dann entsprechend über die Fn-Taste. Da ich ja lieber die Fn, also die Funktionstasten als primär haben möchte, habe ich dann die Function Keys ausgewählt, sodass ich dann die Spezialtasten, um zum Beispiel hier das Touchpad zu deaktivieren und so weiter, dann mit der Fn-Taste erreiche. Gut. Oh, Moment, Moment. Ich wollte doch jetzt nur die integrierte Grafikeinheit auswählen. So. Mal gucken, was passiert. Es passiert nichts. Ah doch, jetzt aber. So. Okay, jetzt sehe ich gerade gar nichts mehr hier auf dem Laptop eingebauten Bildschirm. Och nö, was ist denn jetzt schon wieder los? Na wohl, egal. Ich sehe das ja über die Capture-Karte. Passt schon.
Ach, Manu. Das Problem hatte ich vorhin auch schon, wie ich die an die Grafikeinheit im Gerätemanager abgeschaltet hatte. Es ist nämlich kein, 3D Mark meint, dass die Grafikkarte, die prozessorintegrierte HD 3000 jetzt mit keinem Benchmark-Programm hier kompatibel wäre. Den CloudGate Benchmark konnte ich noch ausführen. Der CloudGate Benchmark verwendet die 720p Auflösung. Jetzt steht hier was von Warnhinweis bei Überprüfung. Der Grafiktreiber wurde nicht akzeptiert. Okay. Ja. Da scheint wirklich hier am Grafiktreiber zu liegen, dass Windows 10 sich nicht so mit dem AMD-Grafikchip verträgt. Jetzt ist es aber schon mal deutlich besser. Allerdings, bei der HD 7670M handelt es sich um eine DirectX 11 Grafikeinheit und alle Benchmarks, die das Feature Level 11 benötigen und höher, die können dann nicht mehr ausgeführt werden hier im 3D-Mark. Ich vermute mal, dass er die Intel HD Graphics 3000 primär sieht. Das ist nämlich eine Grafikkarte, die maximal DirectX 10.1 unterstützt und kein DirectX 11 ausführen kann dementsprechend. So ist meine Vermutung, dass 3D Mark den AMD Grafikchip nicht so als solches erkennt, aber irgendwie trotzdem wahrscheinlich den AMD Grafikchip verwendet. Ganz kurios.